Andruck, unser Pressetalk auf TV Berlin. Heute mit Antje Lann-Lehndorf von der Taz, Christine Dankbar von der Berliner Zeitung und Gerd Lerke vom Berliner Kurier. Neben den Masern haben wir ein zweites Thema diese Woche gehabt. Nämlich vor einer Woche wurde ein junger Mann, 31 Jahre, am Neptunbrunnen von einem Polizisten erschossen. Gibt es neue Erkenntnisse nach einer Woche? Meines Wissens nicht. Da wird jetzt ermittelt gegen den Schützen, wie das natürlich nötig ist. Die Staatsanwaltschaft ist da dabei. Nötig und notwendig. Notwendig, nach, ja. Nach dem Gesetz. Was ist denn da eigentlich passiert? Wie konnte das passieren? Was sind die Erkenntnisse der Kollegen? Das ist natürlich schon erstmal eine tragische Geschichte, offensichtlich. Passiert ist, dass ein offensichtlich verwirrter Mann, der, wie sich herausgestellt hat, schizophren gewesen ist, am Neptunbrunnen, in den Neptunbrunnen gestiegen ist, nachdem er sich vorher entkleidet hat und mit einem Messer sich selber verletzt hat. Dann kam Polizist dazu und offensichtlich ging wohl der Verwirrte auf den Polizisten zu, der dann Schuss abgegeben hat. Und der, was jetzt natürlich die Diskussion aufgeworfen hat, ist die Frage, hier ist jemand, der sich offensichtlich selbst töten wollte, vermutlich keine Gefahr dargestellt hat und der ist zu Tode gekommen durch den Schuss des Polizisten. Weil da muss man sich da nicht fragen, werden die Polizisten in Berlin nicht darauf trainiert, die Schusswaffe erst als letztes Mittel einzusetzen? Und wenn ein Verwirrter in einem Wohnen auf mich zukommt mit einem Messer, ist denn die Pistole das letzte Mittel? Wir können das jetzt vielleicht nicht wirklich durchspielen. Ich habe kein Messer dabei. Aber wenn ich aus dieser Entfernung mit einem so langen Messer auf Sie zustürzen würde, Herr Brinkmann, und Sie hätten eine Pistole in der Hand, hätten Sie nicht mehr viel Zeit zu überlegen. Und die Frage, ob man dann möglicherweise diesen Tonfa, diesen merkwürdigen Knüppel einsetzt, den die Polizei hat, oder Pfefferspray oder möglicherweise dieses ominöse Allheilmittel Taser, diese Entscheidung zu fällen in dieser unglaublich kurzen Zeit, dürfte uns allen sehr schwer fallen. Auch einem Polizisten, wenn er darauf trainiert ist, auf bestimmte Situationen adäquat zu reagieren. Da würde ich Ihnen zustimmen. Also ich glaube auch tatsächlich, dass in den diese letzten Sekunden, wo sich der Mann dem Polizisten genähert hat und wirklich auf 2 Meter ungefähr Abstand schon dran war und mit diesem Messer ihn offensichtlich angreifen wollte, das ist nachvollziehbar, dass der Polizist dann einfach nur noch sich verteidigt hat, zumal er hinter sich diese Brunnenwand hatte und nicht einfach weg konnte. Ne? Das Problem aber liegt, glaube ich, vorher. Die Frage ist, warum klettert der Polizist in diesen Brunnen zu dem Mann mit dem Messer, wo klar ist, dass er sich nicht ganz schnell wieder entfernen kann? Das ist, glaube ich, die Grundfrage. Sie haben es aber ja lange untersucht in Ihrer Zeitung. Was ist Ihre Antwort? Das kann ich jetzt so noch nicht sagen, warum der da reingeklettert ist. Diese Fragen werden auch im Innenausschuss geklärt werden müssen, wenn der wieder tagt. Und eigentlich wird die Polizei ja auf die Vermeidung des Schusswaffengebrauchs trainiert. Das ist genau richtig. Und man kann auch nicht sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass die Polizei in Berlin übermäßig viel auf Menschen schießt. Also weiß Gott nicht. Im Jahr 2012 wurden, glaube ich, 70 Schüsse abgegeben und davon 60 auf Tiere und einige Warnschüsse und nur 2 Richtung Menschen. Also das ist wirklich nicht übertrieben. Aber in der Situation konnte sich dieser Polizist nicht mehr anders helfen, obwohl ganz viele andere Polizisten auch drumherum waren. Und die Frage ist, hätte man diese Situation nicht vermeiden müssen und den Mann anders dazu bringen, sein Messer zu runterfallen zu lassen oder sei es von außen ihm ins Bein zu schießen, sodass man ihn halt nicht erschießen muss. Das ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe, Frau Dankbar. Da waren doch andere dabei. Da waren Leute, die sogar gefilmt haben. Und dann ist dieser Mann da alleine mit dem Irren im Brunnen. Und die Frage, die Sie gestellt haben, vielleicht haben Sie eine Antwort darauf. Warum haben die von außen nicht geschossen, aufs Bein zum Beispiel, um den Kampf unfähig zu machen? Ist das geklärt inzwischen in dieser Woche? Nee, also die Situation an sich, glaube ich, ist jetzt so noch nicht lückenlos aufgeklärt. Aber das ist natürlich schon mal eine Frage. Also wenn der im Brunnen den Schuss abgibt, ist das die eine Sache, weil er sich unmittelbar bedroht sieht. Das kann man in der Situation, wenn sie aber dann die am anderen Ende stehen nur ein paar Meter entfernt. Aber warum sollen die denn schießen? Die können unter Umständen das gar nicht so beobachten. Mhm. Warum sollen die denn jetzt schießen? Das wäre ja noch ein größerer Vorwurf als von dem einzelnen Polizisten, der da jetzt im Brunnen geschossen hat. Und was alle anderen betrifft, die drumherum stehen und dann auch noch filmen, das hat man ja jetzt offensichtlich öfters bei irgendwelchen Situationen, dass die Leute, gucken Sie, die
Geschichte in London an, wo ein Mensch auf offener Straße erstochen wurde und wo auch sofort gefilmt wurde. Davon kann man natürlich halten, was man will, wenn da die Leute filmen. Es ist natürlich eine gute Idee, dass die nicht auch noch in den Brunnen gestiegen sind. Dann wäre die Situation vielleicht völlig unübersichtlich gewesen. Ja, und es gibt uns jetzt hinterher auch die Möglichkeit, zu beurteilen, was denn da passiert ist. Also das wäre vor 5 bis 10 Jahren ja nicht denkbar gewesen, dass jemand mit seinem Handy klackt, schnell dann einen Film mitdreht, der jetzt überhaupt zu dieser ganzen Diskussion geführt hat, dass dieses Filmchen im Internet stand und jeder sich das angucken konnte, wie der Polizist da reagiert hat. Also das erhöht die Transparenz in der Kontrolle der Polizeigewalt enorm. Also insofern ist das wirklich zu begrüßen und nicht wie... Ja, das glaube ich nicht, dass sowas weil man sieht zu wenig und das ist zu weit weg. Und ich denke, dass, also wie gesagt, wir werden jetzt keine endgültige Aufklärung hier bringen können vom gläsernen Tisch aus, was da wirklich passiert ist. Das Einzige, was mich im Moment umtreibt, ist die Situation, dass in den letzten 3 Jahren, tatsächlich dieses einbegriffen, jedes Jahr jemand erschossen wurde, der mit dem Messer auf Polizisten losgegangen ist. Aber wir haben gerade gehört hier von einer Kollegin, 2 Schüsse auf Menschen. Ja, das war im Jahre 2011, eine verwirrte Frau im Senftenberger Ring im Märkischen Viertel, die mit dem Messer bei einer Räumung, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auf die Polizei losgegangen ist und erschossen wurde. Dann gab es im vergangenen Jahr diesen Fall in der Antwerpener Straße, wo da ein Mann mit einem Beil, glaube ich, und einem Messer auf der Straße herumfuchtelte und die Polizisten sich nicht zu helfen wussten, als auf den Mann zu schießen. Der ist 3-mal getroffen worden. Ich habe da keine Antworten. Ja? Ich weiß das nicht, was man da tun soll. Im Moment ist es eben so, dass, wie Sie sagten, da so eine Wunderwaffe eingeführt werden soll und manche wünschen sich das, diesen Taser. Was ist denn das überhaupt, Taser? Erklären Sie das mal. Das ist also, ich bin da auch ein technischer Laie. Ein Kollege, der tapfere Philipp Dibion, unser Polizeireporter, hat das am eigenen Leibe mit sich mal machen lassen. Er sagt, er war völlig hilflos. Es ist ein Gerät, was den Menschen lähmt für eine bestimmte Zeit durch hohe Spannung, Stromspannung. Die wird auch schon nach meinen Informationen in Berlin eingesetzt, aber ausschließlich vom SEK, unter anderem um Selbstmörder von der Tat abzuhalten. Mhm. Man hört allerdings auch gleichzeitig, dass diese Waffe, die sie ja auch ist, eine relativ hohe Versagensquote hat. Ich meine, jetzt bei Menschen, die nackt sind, kann es nicht in der Kleidung stecken bleiben, was da abgeschossen wird mit dem Draht hinterher. Aber ich kann dazu zu diesen Dingen nichts sagen. Also die Zufriedenheit der Polizei mit der Polizisten, die damit umgehen, mit dieser Waffe ist wohl nicht besonders hoch. Das heißt, man muss auch befürchten, dass, also Herr Henkel fordert das ja jetzt, dass auch die Streifenbeamten mit Tasern ausgestattet werden. Und man muss schon befürchten, weil man davon, eigentlich würden die Beamten dann davon ausgehen, dass es was ganz anderes ist, als wenn man jemanden erschießt, weil das hat ja keine längeren, hinterlässt ja keine Schäden und das lähmt ja jemanden nur kurz. Und man muss halt befürchten, dass das dann einfach sehr viel öfter eingesetzt wird als heute die Schusswaffe. Und das will man eigentlich auch nicht, dass Streifenbeamten bei kleineren Vorfällen schon anfangen, die Leute körperlich zu züchtigen, weil das ist ja offenbar sehr schmerzhaft. Was hat Ihr Kollege da gesagt? Das tut doch sehr weh, oder? Das war keine gute Idee, ich gehört habe. Er war vollkommen eben nicht mehr Herr seiner selbst. Ja. Es gibt ja auf der Seite, die wir, wir hatten das ja fotografiert, das ist beziehungsweise gefilmt worden, und man sieht, er schreckt zurück, der Kopf geht nach hinten, als ob er eben einen Tritt in den Rücken bekäme. Stromschlag. Das aus dem Stromschlag. 50.000 Volt. Also hat es sehr angenehm. Bitte? Hat es sehr wehgetan? Ich glaube ja. Es hat ihn nicht so. Also es war dann vorbei. Hm? So. Aber er sagte, also der Moment war wohl sehr beeindruckend, den er hatte. Ihr Argument überzeugt mich in gewisser Weise, Frau Dankbar. Wenn ein Polizist sowas hat und der weiß, ich töte damit nicht, würden Sie sagen oder würden Sie der Kollegin zustimmen, dann kommt man dazu, okay, machen wir mal, dann brauchen wir Schuss. Ein Schuss zieht lange, lange, lange Untersuchungen nach sich und das werden wir gleich machen, egal was ist. Das heißt, die Leichtfertigkeit des Umganges, das haben Sie ja sagen wollen, die Leichtfertigkeit des Umganges, teilen Sie das? Ja, das halte ich schon für ein schlüssiges Argument. Das hat man ja öfters auch in den USA sind ja die Beamten damit ausgerüstet. Und das hat ja schon Eingang in diverse Filme gefunden. Da ist es ja dann immer ganz lustig, so wahrscheinlich wie bei dem Kollegen, wenn man es selber nicht erlebt. Aber das zeigt doch, dass das... Na lustig, glaube ich nicht. Das ist in diversen Komödien, da kann ich ein paar aufzählen, wo da immer Leute zu Recht oder zu Unrecht damit ruhig gestellt werden. Also ich glaube auch, natürlich, wenn man mehr damit ausgerüstet
ausrüstet, werden mehr damit umgehen. Und das wird öfters eingesetzt werden, keine Frage. Und da möchte ich auch nicht wissen, ob dann bei einer Demo oder sonst was da, oder wenn sonst irgendwelche Aufruhr sind, der Polizist sich bedrängt fühlt, da muss er sich ja noch nicht mal groß bedroht fühlen, weil er weiß ja, dass er damit keinen längeren oder keinen bleibenden Schaden anrichtet. Also bevor einer die Schusswaffe zieht, da muss schon was passieren. Aber sowas bin ich ganz sicher, dass das öfters eingesetzt wird. Also bei der Musik ist also bei Schuss, also ich glaube, dass bei Demonstrationen und so eine Sachen, dass da verschieben sich jetzt ein bisschen die Größenordnung, weil bei Demonstrationen wird auch in gemeinhin hier in Berlin nicht mehr geschossen, schon seit längerer Zeit nicht ja, mehr. Ja, das ist aber so, jetzt nicht das Argument, dass wir hier schießen, also ich glaube sondern nicht, dass also so eine, auf eine einzelne Person gerichtete Waffe ist eben in einem Gemenge auch nicht wirklich sinnfällig. Man kann damit vielleicht drohen, aber das weiß die Polizei auch selber ganz genau, dass das einfach, also auch jeder Beamte, dass es dann eher eskalierend wirkt als deeskalierend. Wenn man in einer Gruppe von 20, 30 Leuten einen niederstreckt, dann hat man die anderen auf sich drauf. Wir müssen also nicht, sehr genau darauf aufpassen, dass wir aus dem Vorfall am Neptunbrunnen jetzt nicht verallgemeinernde Schlussfolgerungen ziehen, so nach dem Motto, unsere Polizei ist schießwütig. Das ist ja hat wir gesagt, ist nicht der Fall. Aber es ist schon so, wenn ich ein neues Mittel habe, das ist ja auch von der Warte des Polizisten aus vielleicht durchaus verständlich. Also wir haben ja da schon öfter Situationen gehabt, das ist jetzt wieder abgeebbt, aber in Kreuzberg, wo ein Streifenwagen kommt vorbei und dann hat man das halbe Viertel gegen sich, weil irgendeine Festnahme ist oder sonst was. Da meine ich jetzt nicht eine Demo, wo einer vielleicht sich ein bisschen raus vorwagt, sondern schon solche Handgemenge, die es in der Stadt ja öfters gibt. Da fühlt man sich vielleicht bedroht. Also, Neptunbrunnen war verhältnismäßig? Nein. Verhältnismäßig? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein, aber nein. Will ich jetzt nicht so apodiktisch sagen. Ich habe da Zweifel. Dann warten wir mal ab, wie das Ergebnis ist, Herr Lerke, und dann beurteilen wir das nochmal. Ich möchte mich da überhaupt nicht festlegen, weil, wie gesagt, ich möchte nicht der Polizist sein, der in dieser Situation ist, ein Mensch, blutüberströmt, mit einem Messer auf der Hand, auf 1,5 Meter, der auf mich zustürzt. Ich würde wahrscheinlich schießen. Aber man hätte die Situation vermeiden können. Das wäre, glaube ich, das ist das Wort. Man hätte es vermeiden können. Aber ich bin ganz froh, dass die Polizei in Berlin eben nicht schießwütig ist und sich doch an gewisse Ausbildung hält. Und das finde ich ganz gut. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Frau Lindorf von der TAZ, Christine Dankbach von der Berliner Zeitung und Gerhard Lerke vom Kurier. Mein Name ist Peter Brinkmann. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss.